Naturjuwel Kastanienbaum. Ein Film von Johann Tschechowin. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist dieser Kastanienbaum der größte in der Steiermark. Er ist unter Wikipedia Naturdenkmäler Bezirk Voitsberg unter der Nummer 1183 zu finden. Die Edelkastanie ist der einzige europäische Vertreter der Gattung Kastanien aus der Familie der Buchengewächse. In Europa wird sie wegen der Früchte und als Holzlieferant angebaut. Der Kastanienbaum hat eine Höhe von 30 Meter. Sein Stammumfang in Brusthöhe beträgt 7,10 Meter. Hat einen Kronendurchmesser von 28 Meter und das Alter wurde vom Naturschutzbeauftragten Magister Ronald Bichler auf 300 bis 350 Jahre geschätzt. Die Edelkastanien sind einhäusig, getrenntgeschlechtlich, monözisch. Ihre männlichen und weiblichen Organe befinden sich in getrennten Blüten, aber auf einer Pflanze. Die Blüten stehen in 20 bis 25 cm langen, gelben, kätzchenähnlichen Blütenstauden. Jede Blüte ist von ihrer Anlage her zwittrig. Jedoch entwickelt sich nur jeweils ein Geschlecht auch weiter. Die männlichen Blüten, eine sechszählige Blütenhülle, Perigon und 8 bis 12 Staubblätter. Die Edelkastanie blüht relativ spät im Juni nach der Laubbildung. Die männlichen Blüten öffnen sich 7 oder 10 Tage vor den weiblichen, abhängig von der Sorte, die ein geschlechtlichen Kätzchen blühen vor den zwittrigen, ein Phänomen, das Duodichogamie genannt wird. Der Baum hat einen Monat lang Pollen. Die Art der Bestäubung ist in der Literatur umstritten. Manche Autoren bezeichnen die Edelkastanie als windbestäubt, andere als insektenbestäubt. Wieder andere nennen beide Bestäubungsarten. Neben Bienen wurden 134 weitere Insektenarten aus 6 Ordnungen, vorwiegend Käfern, beobachtet. Insekten besuchen jedoch fast ausschließlich männliche Blüten. Windbestäubung kann über Distanzen von 20, ja sogar 100 Kilometer erfolgen. Allerdings ist die Pollendichte nur innerhalb von 20 bis 30 Metern einigermaßen ausreichend. Vom Mittelalter bis gegen das 19. Jahrhundert war die Edelkastanie in den Bergregionen Südeuropas das Hauptnahrungsmittel der Landbevölkerung.
Kastanien haben eine breite Verwendungspalette. Als Halbfertigprodukte werden geschälte Maroni und Kastanien sowie Kastanienpüree hergestellt. Kastanien sind glutenfrei, das Mehl kann daher von Zöliakie-Patienten als Getreideersatz verwendet werden. Sie werden gekocht, geröstet, als Beilage oder als Salatzutaten verwendet. Der Kastanienrindenkrebs wurde 1938 aus Amerika eingeschleppt und hat in den folgenden Jahrzehnten große Teile der Kastanienbestände vor allem in Südeuropa vernichtet. Weit verbreitet sind geröstete Kastanien, die auch außerhalb der Anbaugebiete im Winter auf Straßen verkauft werden, sowie in Voitsberg in dritter Generation.